Hallo und herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir sind hier auf dem Höchsten, genauer gesagt in der Gipfelkapelle auf 800 Meter. Und das ist unser Zuhause für unseren wöchentlichen Fernsehgottesdienst, Stunde des Höchsten. Nehmen Sie sich Zeit, um Kraft zu tanken für Ihren Alltag. Unter anderem heute mit Klaus-André Eickhoff, einem Liedermacher. Zu Gast im Gottesdienst ist außerdem Christoph Kammermeier. Er ist von Geburt an gelähmt, sitzt im Rollstuhl, glücklich verheiratet und er meistert sein Leben. Thema unseres Gottesdienstes ist: Willst du gesund werden? Lassen Sie uns diesen Gottesdienst miteinander feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt lade ich Sie ein, gemeinsam zu singen: In dir ist Freude. Was ist der Mensch, Herr, dass du dich seiner annimmst? So lautet die Überschrift des heutigen Psalmes, den ich gerne mit Ihnen gemeinsam beten möchte, Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott des Lichts, wir preisen dich, der du der Morgen bist und der Abend, der Anfang und das Ende der Welt. Wir danken dir für jede Ruhe in der Nacht und das Licht eines neuen Tages. Von dir kommt alles, was geschieht, du lebendige Kraft, gib deine Kraft uns, damit wir erwachen. Du alles umfassende Weisheit, lehre uns verstehen, wohin uns unser Weg führen soll. Du schaffst Freude in den Traurigen
Trost in den Schwermütigen, Klarheit in den Verwirrten, Lebenskraft in den Schwachen. Schaffe Licht auch in uns, heiliger Gott, an diesem Tag. Amen. Ich lese aus der Bibel, aus Jesaja, Kapitel 40, 22 bis 31. Er thront über dem Kreis der Erde, und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nicht sind, und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm eine Wurzel in der Erde, da lässt er einen Wind unter sie wehen, dass sie verdorren. Und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei? Spricht der Heilige. Hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Zu Gast heute in der Stunde des Höchsten ist Christoph Kammermeier, 35 Jahre alt. Er hat Informatik studiert, ist glücklich verheiratet. Freue mich, dass Sie da sind. Hallo, Herr Kammermeier. Hallo. Aber Sie sind auch von Geburt an spastisch gelähmt und von Jesus bis heute noch nicht geheilt worden. Enttäuscht Sie das? Ganz ehrlich gesagt nicht. Ich bin vielleicht sogar froh drüber, weil ich glaube, ich könnte mir mein Leben ohne das gar nicht vorstellen. Ich wäre ja jemand ganz anderes. Ich glaube, ich müsste mich noch mal ganz neu kennenlernen und mein ganzes Umfeld auch. Sie sagen mir, Sie könnten anders gar nicht leben. Was gefällt Ihnen spontan an Ihrem speziellen Leben? Einfach so, wie es ist. Also bei mir ist es von Geburt an so und ich kenne es nicht anders. Von dem her gehört die Behinderung einfach dazu. Ich kann die mir jetzt nicht einfach wegdenken. Sagen Sie noch mal dem Laien, mir in dem Fall, was spastische Lähmung heißt. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Ich bin kein Mediziner. Ich habe das nur und versuche damit zurechtzukommen. Spastik ist im Prinzip so eine Geschichte, wo man die Muskeln nicht so ganz genau kontrollieren kann. Und bei mir hat es hauptsächlich mit den Beinen zu tun. Ein bisschen an den Händen merkt man das. Und einfach so generell, dass sich manchmal Muskelpartien anspannen, die ich nicht so ganz kontrollieren kann.
Wie erleben Sie denn die Menschen um Sie herum von Ihrer Kindheit? Vermutlich gab es viele Menschen, die sich um Sie bemüht haben, die Ihnen helfen wollten, die Sie therapieren wollten, die Sie heil und gesund machen wollten, oder? Das stimmt. Also wenn ich das richtig weiß, aus Erzählungen von meinen Eltern, gab es eine richtige Odyssee von Spezialist zu Spezialist, von Krankengymnast zu Krankengymnast. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gelegt, weil ich einfach gesagt habe, ich habe da keine Lust mehr drauf irgendwann. Ich mache nur noch das, was nötig ist und versuche ansonsten ganz normal zurechtzukommen und mein Leben einfach so zu führen. Das heißt, es gäbe vielleicht Menschen, die Sie heilen könnten im Ausland oder wo auch immer. Das heißt, Sie könnten eigentlich die Odyssee weiterführen, aber Sie haben sich bewusst dafür entschieden, das nicht zu tun. Also medizinisch heilen kann man das nicht. Man kann den Zustand vielleicht bessern, man kann Muskeln trainieren, man kann Entspannungsgeschichten machen, dass die Spannung nicht so groß ist. Aber man kann sich damit auch ziemlich viel mit diesem Ding beschäftigen. Und das will ich eigentlich gar nicht. Ich will lieber mein Leben leben. Gibt es denn trotzdem noch Momente, wo Sie sagen, schade, dass ich nicht bin wie andere, schade, dass ich nicht kann, was andere können? Gibt es schon. Es wäre jetzt, glaube ich, falsch zu sagen, das gibt es gar nicht. Aber das hat sich sehr gebessert. Also, wo ich jünger war, in der Pubertät, da war das schon so eine Geschichte. Und vor allem, wo ich dann auch noch ein bisschen älter war, was weiß ich, wo dann die Kumpels Freundinnen hatten und so, da habe ich gemerkt, das kratzt in mir, weil ich irgendwie halt doch da ein bisschen benachteiligt bin. Was macht man, wenn sowas kratzt? Das ist was, wo ich ganz arg froh bin, dass ich einen Glauben habe, dass ich Jesus habe, mit dem ich drüber reden kann. Und ich habe Jesus, glaube ich, wirklich das Ohr voll gelabert. Ich habe Gott das Ohr voll gelabert mit dem, was mich beschäftigt und was ich gern hätte, dass anders wird. Voll gelabert, aber geändert hat sich dann nichts? Es war eine große Geduldsprobe für mich, aber mittlerweile, ich bin verheiratet und das glücklich. Das hat gut geklappt und Gott hat da in meinen Augen ein Wunder getan. Okay, Sie schieben jetzt das Wunder Gott in die Schuhe. Sie könnten ihm aber auch in die Schuhe schieben, dass sich an Ihrer Gesundheit noch nichts verändert hat. Warum hadern Sie? Warum zweifeln Sie nicht an ihm? Weil ich einfach glaube, dass er sich was dabei gedacht hat. Ich bin sicher, dass er mich heilen könnte, wenn er das wollte. Aber ich erlebe in meinem Alltag so oft, dass Leute sagen, hey, so wie du das meisterst, das beeindruckt mich. Ich komme so gut mit Leuten darüber ins Gespräch. Ich denke mir manchmal, vielleicht hat er sich auch dabei was gedacht. Erlauben Sie mir da eine Rückfrage. Ihre Frau ist auch im Rollstuhl unterwegs, oder? Nein, ist sie nicht. Die kann ganz normal laufen. Das heißt, Sie sind verheiratet mit einer, sagen wir, gesunden Frau. Ja. Wie reagiert denn Ihr Umfeld auf sowas, wenn Freunde mit Ihnen zusammen sind oder unbekannte Menschen? Naja, eigentlich, das ist ganz spannend. Also das ist auf den ersten Blick normal, aber dann merkt man schon, dass ganz vielen Leuten das Fragezeichen auf der Stirn steht und sich die allermeisten Leute aber nicht trauen zu fragen. Also zumindest mich nicht. Meine Frau wird dann öfters mal gefragt, wie denn das so geht bei uns und so. Sie sprachen vorhin davon, dass es ein Wunder für Sie war, dass Sie Ihre Frau kennengelernt haben und dann auch geheiratet haben. Wieso Wunder? Weil ich einfach die Zeit davor da relativ viel probiert habe in der Richtung und auch relativ viele Rückschläge erlebt habe. Das ist eigentlich logisch, weil ich habe schon so ein gewisses Knockout-Kriterium natürlich, dass es dann doch geklappt hat und ich sogar gefragt wurde, ob ich will. Das fand ich sehr spannend. Wie haben Ihre Freunde, Ihre Eltern damals darauf reagiert, als Sie jetzt plötzlich eine Frau mit ins Haus gebracht haben? Ich glaube, meine Eltern waren total happy, weil sie sich das, glaube ich, auch nicht vorstellen konnten und immer gewünscht haben. Und das Umfeld hat sehr positiv reagiert. Wie ist es bei Ihrer Frau? Würde die sich wünschen, dass Jesus sie irgendwann gesund macht durch ein Heilungswunder? Das müssen Sie sich selber fragen. Das heißt, wir laden Sie mal ein in diese Sendung hier. Genau. Wie gehen Sie denn überhaupt mit Heilungsgeschichten um in der Bibel? Also ich bin damit schon relativ häufig konfrontiert, vor allem wenn ich mich im christlichen Bereich auf irgendwelchen Veranstaltungen bewege. Dann kommt schon der eine oder andere und sagt, darf ich für dich beten? Und dann sage ich, nee, wieso, ich bin eigentlich gar nicht krank. Weil eine Behinderung ist einfach körperlich, das schränkt mich ein bisschen ein, aber ich bin nicht krank, also ich fühle mich jetzt nicht krank. Von dem her habe ich am Anfang da immer ein bisschen Problem damit gehabt und mittlerweile aber auch das Standing und sage, nee, mir geht's gut, du kannst gern für Sachen beten, für Umstände, in denen ich drin bin, die ich gern hätte, dass sie anders werden, aber die Behinderung gehört da für mich nicht dazu.
Diese lieben Brüder und Schwestern, die für Sie beten wollen, die haben vermutlich Bibelstellen gelesen wie erheilte Gelähmte. Und irgendwann steht auch mal die Vision drin, Lahme stehen auf, Blinde sehen und so weiter und so fort. Nein, also ich bin davon überzeugt, dass Gott das machen kann, dass er auch heute noch heilen kann. Aber wie vorher schon gesagt, es kann auch sein, dass er einen anderen Plan hat. Und wenn er es bei mir machen will, dann muss er es rechtzeitig ankündigen, dass ich mein Leben entsprechend umstellen kann. Entschuldigen Sie, dass ich nochmal nachfrage. Ich hoffe, ich trete Ihnen damit nicht zu nahe. Gentechnik ist in aller Munde und da will die Wissenschaft ja eigentlich das Perfekte züchten. Auch in Sachen Gesundheit. Weg von den Mängeln, weg von Defiziten. Wie gehen Sie damit um? Also ich arbeite ja mittlerweile so ein bisschen in der Werbebranche, wo man ja auch das Perfekte ein Stück weit verkauft. Aber ich glaube, es wäre langweilig, wenn alles perfekt wäre. Sie sagten, Sie arbeiten in der Werbebranche. Sie haben Informatik studiert. Haben Ihre Gaben und Talente da entdeckt? Wie haben Sie persönlich zu dem gefunden, was Sie gut können, trotz dem, dass Sie einiges nicht können? Also es war klar, dass es irgendeine Schreibtischtätigkeit sein müsste. Und mich hat von Anfang an Informatik sehr interessiert. Ich bin von klein auf dem Computer umgegangen. Und mir war aber ein reines Informatikstudium schon immer etwas zu langweilig, zu eintönig. Ich wollte jetzt nicht stur irgendwelche Projekte programmieren. Und dadurch, dass ich dann in dieser Multimedia-Ecke und Internet gelandet bin, habe ich natürlich auch sehr viel mit Kunden, mit Menschen zu tun, mit Projekten und das ist sehr spannend. Das heißt, Sie haben sich zum Unternehmer entwickelt? Richtig. Und das, obwohl Sie auf der einen oder anderen Weise gehandicapt sind, haben Sie das Leben richtig in die Hand genommen? Ja, ich denke, das habe ich. Und was hat Ihnen da am meisten Halt gegeben? Was hat Sie motiviert, da so aus sich rauszukommen? Ich denke, dass ich einfach ein sehr optimistischer Mensch bin und einfach versuche, das Beste aus jeder Situation zu machen. Und das trägt da sicherlich mit dazu bei. Haben Sie all das, was Sie erlebt haben, an persönlichem Schicksal, an Erfahrungen, an Begegnungen, haben Sie das irgendwie in ein Motto verarbeitet, das Sie durchs Leben trägt, was weiß ich, zum Beispiel Augen zu und durch oder Ellenbogen einsetzen und so weiter? Nicht wirklich. Also wenn, dann das, dass man einfach alles anpacken kann und dass man sich nicht einschränken lassen soll von Umständen oder von Bedingungen, die man vielleicht augenscheinlich nicht ändern kann, dass man es trotzdem anpackt und sich nicht versteckt. Würden Sie in diese Richtung auch einen Menschen, der das gleiche Schicksal hat wie Sie, nur der gerade am Verzweifeln ist, würden Sie in die gleiche Richtung dem auch was mitgeben? Was würden Sie dem sagen? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt, weiterzumachen, dass es sich lohnt, zu entdecken, welche Möglichkeiten man hat, trotz einer Einschränkung. Da gibt es immer noch 1000 Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Jetzt danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns waren in der Stunde des Höchsten. Ich hoffe, Sie kommen mal wieder oder verfolgen das, was bei uns hier läuft, jeden Sonntagmorgen. Und wünsche Ihnen für Ihre Zukunft auch familiär und beruflich alles Gute und Gottes Segen. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke. Frag mich nicht, warum ich glaube. Ich kann's mit Worten nicht erklären. Ich kann mit Logik nichts beweisen. Und beides wird dich nicht bekehren. Frag mich nicht, warum ich bete. Du denkst, ich rede mir was ein. Du denkst, ich red nur mit mir selber. Und so dumm wird auch ich nicht sein. Frag mich nicht, warum ich hoffe. Immer noch kindlich und naiv. Immer noch kommen mir auch Zweifel. Und viel zu viel läuft einfach schief. Ich geb dir recht, wie soll man glauben? Was ist mit Krieg, schuldlosem Leid? In offenen Fragen, offenen Wunden, die längst nicht heilen, nur durch Zeit.
denkst, was kümmert dich der Himmel? Und ziehst dich ganz ins Jetzt zurück und hältst verkrampft das bisschen Leben in deiner Hand. Nennst es Schicksal, nennst es Glück. An irgendetwas muss man glauben, soweit verstehst du mich dann doch. Doch so konkret mit Gott zu leben, wer glaubt denn sowas heute noch? Die Gedanken gut verstehen, begreifen kann ich selber kaum. Denn trotz der Enge all der Fragen bleibt mir für meinen Glauben Raum. Raum, den ich brauche, um zu atmen, randvoll gefüllt mit Zuversicht. Randvoll gefüllt mit Mut zum Leben, aber erklären kann ich's nicht. Ich weiß nicht, ob Sie zu denen gehören, die gerne in Krankenhäuser gehen oder in ein Alten- und Pflegeheim. Man riecht es manchmal doch schon quasi auf den ersten Blick, dass man an einem ganz besonderen Ort ist. Ein solcher ganz besonderer Ort war mit Sicherheit auch Bethesda, ein Teich im Eingangsbereich der Stadt Jerusalem. Von dort heißt es in Johannes 5 Folgendes. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mann, der lag 38 Jahre lang krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich dann hinkomme, so steigt ein anderer vor mir herein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Dieser Teich im Eingangsbereich der Stadt Jerusalem, 5 Hallen hat er angeordnet um diesen Teich herum und darin unzählig viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Manche Geschichtsschreiber sprechen von einem der ersten antiken Krankenhäuser. Nur wenige verlassen nach Aussagen des Evangelisten Johannes diesen Ort wieder als geheilt. Viele schaffen es nicht, diese heilende Quelle aufzusuchen, zu erreichen. Lassen Sie uns diese Kranken genauer anschauen. Ich werde Ihnen dazu aus dem griechischen Urtext einige Worte nennen. Erschrecken Sie nicht. Da liegen also sogenannte Asthenunton auf Griechisch. Das ist ein Sammelbegriff gewesen für körperlich schwache Menschen. Da liegen Typhlon. Das sind Blinde. Dort liegen Cholon, das sind Gelähmte, und Cheron, das sind Ausgezehrte, Vertrocknete, Menschen mit verstümmelten Gliedmaßen. In der antiken Gesellschaft war es üblich, solche Krankenräume, solche Anstalten zu haben. Man wusste, hier waren die Kranken. Aber hier durfte man eben auch krank sein, also hilfebedürftig. Das jüdische Gesetz schrieb nun vor, dass man solchen Menschen zu helfen hatte. Und an dem Kranken, mit dem Jesus gleich zu tun haben wird, kann man auch lernen, dass normalerweise jeder Kranke irgendwie noch Freunde, Verwandte, Bekannte hat, die sich um ihn kümmern. Herr, ich habe keinen Menschen, der mir hilft, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Das heißt, viele der anderen um mich herum haben solche Menschen, die sich um die Kranken kümmern. Natürlich gab es in der jüdischen Gesellschaft damals auch Menschen oder Strömungen, die vermuteten hinter Krankheiten Strafen Gottes. Es gab zum Beispiel die Gemeinschaft der Essener.
Die schlossen Lahme, Blinde, Krüppel und andere mit körperlichen Mängeln sogar aus ihrer Gemeinschaft, aus den Gottesdiensten aus. Davon hält Jesus nichts. Ihn beschäftigen diese Kranken. Warum? Wieder ein Blick in den griechischen Urtext. Hier steht eigentlich nicht, es lagen viele Kranke, viele Blinde, viele Lahme, so wie es Martin Luther übersetzt, sondern genauer gesagt steht hier, hier liegen kranke Menschen, blinde Menschen, lahme Menschen. Hier sind Menschen mit besonderen Eigenschaften. Diese Eigenschaften, diese Krankheiten werden grammatikalisch zum Ausdruck gebracht dadurch, dass es sich um Eigenschaftswörter handelt. Es ist doch ein Unterschied, ob ich ein Lahmer bin oder ein Mensch mit einer Lähmung. Bei einem Lahmen scheint alles gelähmt zu sein, nichts mehr gesund. Bei einem Menschen mit einer Lähmung hat ein sonst gesunder Mensch eben einen gelähmten Körperteil. Aber im Großen und Ganzen ist er doch Mensch. Und die damit verbundene einmalige Menschenwürde nimmt ihm kein Handicap der Welt. Ein zweiter Blick in den griechischen Urtext bringt noch etwas Interessantes zum Vorschein. Alle hier im Bibeltext genannten Krankheiten stehen im Griechischen auch für übertragene Phänomene. Asthenunton können die Schwächlichen sein, die keinen Einfluss mehr haben. Unvermögend sind in der Gesellschaft, bis hin zu sozialer Schwäche. Menschen, die am Rand sind, total abgeschieden, isoliert. Typhlon können, wie gesagt, zum einen körperlich Blinde sein, aber auch Menschen, die psychisch und seelisch blind geworden sind, die mit der Realität nichts mehr anfangen können, die sich aus der Wirklichkeit mit allerlei Methoden immer wieder verabschieden, flüchten. Lahme können im übertragenen Sinne die Gescheiterten sein, die gefallen sind, die am Boden liegen. Die Ausgezehrten sind die Saft- und Kraftlosen. Wir würden heute sagen Burnout. Auch hier gilt natürlich wieder, es ist ein Unterschied, ob ich ein gescheiterter Mensch bin oder ein Mensch, der gescheitert ist. Ob ich ein Schwächlicher bin oder ein Mensch mit einer Schwäche. Ob ich ein Ausgebrannter bin oder ein Mensch mit einem Burnout. Im Großen und Ganzen sind und bleiben wir Menschen. Und nichts und niemand kann uns diese Würde nehmen. Und schauen Sie, genau an diesen Punkt setzt Jesus jetzt an. Dieses Menschsein zeichnet sich im Gegensatz zum Kranksein dadurch aus, dass noch gesunde Kräfte, die sich entfalten können, vorhanden sind. Hoffnungsvolle, kraftvolle Potenziale, aus denen man noch etwas machen kann, wenn wir das wollen. Genau aus diesem Grund spricht Jesus den kranken Menschen an und fragt, willst du gesund werden? Wenn er das noch will, dann schafft er es auch. Der Wille ist eine Kraft, der Wille ist eine Energie, die in uns vorhanden ist, die interessanterweise, die Forschung belegt das, sogar messbar ist, also nachweisbar. Und mit der sogar Bewegung, Veränderung ausgelöst werden kann. Diese Willenskraft ist normalerweise in jedem von uns vorhanden, also quasi angeboren. Willensschwäche dagegen ist nicht angeboren, sondern eher anerzogen durch andere oder durch sich selbst, indem man sich oft genug eingeredet hat, man will nicht, man kann nicht. Der Wille und die Willenskraft ist normalerweise so stark, dass in unserem Fall, in Johannes 5, durch diese Energie am Ende sogar ein Bett in die Hand genommen werden kann und weggetragen wird. Nicht von einem dahergelaufenen Muskelprotz, sondern von diesem Gelähmten. In der Zwischenzeit von diesem geheilten Menschen selbst, dessen Willenskräfte durch Jesus Christus mobilisiert oder lassen Sie mich so sagen, freigesetzt worden sind. Paulus sagt einmal in 2. Korinther 8, Vers 12, wenn der gute Wille da ist, so ist er willkommen nach dem, was einer hat und nicht nach dem, was er nicht hat. Der Wille ist wieder da in diesem Menschen, in diesem kranken Menschen in Johannes 5. Freigesetzt durch die eine Frage, willst du gesund werden? Zunächst lautet die Antwort des von Jesus angesprochenen, tja, was heißt hier wollen?
Vielleicht schon, aber nicht können, weil die Möglichkeiten nicht mehr da sind. Ich habe keinen Menschen, Jesus, der mich in den Teich bringt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Ich frage sie, was ist das für ein Lebensgefühl? Seit 38 Jahren, wenn ich komme, ist schon ein anderer vor mir dran. Wenn ich gerade könnte, ist ein anderer schneller. Wenn ich, dann schon wieder ein anderer. Dieses lebenslange zu kurz kommen, kann man sich doch leicht vorstellen, oder, dass einen diese Erfahrung 38 Jahre lang tagtäglich ermüdet, verbittert, enttäuscht, resignieren lässt. Warum trifft es immer mich? Verständlich finde ich, dass da der Wille gebrochen wird, dass da die Willenskraft fast ausgelöscht wurde. Aber faszinierend, auch nach 38 Jahren ist immer noch eine kleine Kraft vorhanden. Etwas ist noch am Lodern, am Flackern. In Jesaja 42 lesen wir einmal, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Im Gegenteil, so heißt es dann in Psalm 34, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes, schwaches Gemüt haben. Überschätzen wir uns nicht. Mit Selbstheilungskräften hat unser Lebenswille nicht viel zu tun. Unterschätzen wir aber auch nicht die Kraft Gottes, die in unserer Schwachheit, in unserem schwachen Willen viel bewegen kann. Solange wir leben, ist in uns Lebenskraft und Lebenswillen. Was Christus dort am Teich Bethesda gibt, das ist in meinen Augen nichts anderes als Lebenshilfe, aktive Lebenshilfe, damit sich die gesunden Kräfte in uns wieder voll entfalten können. Schauen Sie, was passiert, wenn sich die gesunden Kräfte wieder entfalten. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Das heißt natürlich nicht, dass alle körperlichen Mängel und Defizite für immer beseitigt werden. Auch dieser Mensch bleibt natürlich weiterhin Teil einer gefallenen Schöpfung, aber er hat den Willen aufzustehen. Er hat den Willen, seine bisherige Grundlage zu nehmen und sich zu verändern. Und er hat den Willen, hinzugehen. Er hat den Mut, sich auf Neues einzulassen, wieder nach Anknüpfungspunkten in seinem Leben zu suchen, aus denen etwas entstehen kann. Er bringt sich wieder mit seinen Gaben und Talenten in die Welt ein. Christus hat seinen Lebenswillen gestärkt und bekräftigt. In aller übermenschlichen Schwachheit war die Kraft Gottes größer. So sagt Paulus einmal in Philipper 2, Vers 13, Gott ist es, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Amen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Vor der ungewissen Zukunft Gott vertrauen, in den ausweglosen Lagen Gott vertrauen, an den hoffnungslosen Tagen Gott vertrauen, in den angsterfüllten Stunden Gott vertrauen, vor der ungewissen Zukunft Gott vertrauen, in den ausweglosen losen Tagen Gott vertrauen, in den angsterfüllten Stunden Gott vertrauen. Worte, die das Fürchten lehren, Krisen, die die Angst vermehren, Mauern, die die Sicht verbauen, Pläne, die wir nicht durchschauen, Menschen, die uns Angst einjagen, Nöte, die sich überschlagen, Dramen, die uns sprachlos machen, Sorgen, die zu schaffen machen. Euer Herz erschrecke nicht.
Tagen Gott vertrauen, in den angsterfüllten Stunden Gott vertrauen. Aufbruch in das unbekannte Schatten wirft das ungeplante Abschied, der uns endlos schwer fällt, Zweifel, der das Herz zutiefst quält, Fehler, die man nie verziehen kriegt, Schuld, die schon so lang zurückliegt, Hoffnung auf den neuen Anfang, Ängste, weil er so oft misslang. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an Ich lade Sie ein, dass wir miteinander beten. Gnädiger Gott, wir leben. Manchmal sehr gerne, manchmal sehr bewusst. Manchmal leben wir auch einfach nur in den Tag hinein. Wir fragen nach dir, aber nicht immer. Wir machen Pläne, aber manchmal bleiben wir in unseren Lebensentwürfen stecken. Wenn wir enttäuscht sind, lass uns nicht bitter werden. Wenn wir mit unserem Verstehen nicht weiterkommen, dann führe unsere Gedanken neue Wege. Wenn wir von Zweifeln geplagt werden, dann gib uns nicht verloren, sondern suche uns auf, damit deine Freundlichkeit in unserem Leben Raum gewinnt. Wir beten gemeinsam, so wie es Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun gehen Sie als die von Gott Gesegneten und Ermutigten in diesen Tag. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir in allem, was du tust oder lässt, ein gnädiger Gott. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt. Wenn Ihnen die Musik des Gottesdienstes gefallen hat, weisen wir Sie auf folgende CD hin. Die CD und viele mehr können Sie auch bei uns im Internet erwerben. Unsere Homepage lautet www.stundedeshoechsten.de. Wenn Sie solche CDs bei uns erwerben, unterstützen Sie auch unsere Fernsehgottesdienstarbeit. Auf unserer Homepage finden Sie zudem weitere Informationen zu diesem Gottesdienst und Sie können auch die Predigt herunterladen. Also schauen Sie rein, www.stundedeshoechsten.de. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns. Wir hören Ihnen gerne zu und haben immer ein offenes Ohr für Sie. Wir würden uns freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Vielleicht haben Sie ja Lust, mal Freunde einzuladen. Dann können Sie miteinander frühstücken und dann den Gottesdienst ansehen. Bis dahin, eine gesegnete Woche. Machen Sie es gut. Tschüss. Thank you.